Die Fortnite Mirrors 2023 sind da und oh mein Gott, was ist das für ein Update. Wenn ihr eine V-Bucks-Karte gewinnen wollt, dann benutzt meinen Creator-Code Seville und schreibt euren Epic Games-Name in die Kommentare rein. Und glaubt mir, derjenige, der hier jetzt jeden Tag was gewinnt, der wird sich freuen, denn diese Skins sind unglaublich und das Update ist krass. Wir gehen direkt rein. Wir fangen erstmal an mit dem ersten Ladebildschirm und zwar Cardo Dawn hat hier einen Ladebildschirm neu erhalten in seiner Vampirgestalt und oben bei der Zeitmaschine steht drauf 12.07.2018. Übrigens ist das der erste Tag von Kapitel 1 Season 5. Da werden wir nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall der erste Ladebildschirm, den wir hier haben. Jetzt müsst ihr auch alle das neue Lobby-Design haben. So sieht das Ganze ungefähr aus. Wurde überarbeitet, finde ich eigentlich auch wirklich sehr, sehr cool. Dann die Süßigkeiten sind auf der Map wieder zurück und die Eimer sind wieder zurück. Die könnt ihr genau wie letztes Jahr ganz normal finden, Freunde. Dann haben wir hier das nächste Crew-Paket hier am Start. Und zwar ist das Crew-Paket hier. Erinnert mich so ein bisschen an Mr. Beast so. Und wir haben hier auch verschiedene Stile, die wir freischalten können. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Dann gibt es natürlich kostenlose Belohnungen zu den Fortnite Mares. Und das sind alle 6 Belohnungen. Wir haben einen Phantasmic Fall Contrail, Revenant Rider Gleiter, dann The Merc als Waffentarnung, Hurt O'Lantern als Emote, Batwing Bone Spike eine Spitzhacke und ein Banner-Icon mit der Katze auf dem Ast, die sehr, sehr cool aussieht und die könnt ihr kostenlos freischalten mit Quests und Aufgaben. Wir waren ja vorhin bei Cardo Thorn und ihr könnt jetzt in den richtigen Tresorraum reingehen, wo die Zeitmaschine sich auch befindet. Und hier können wir jetzt reingehen und das Ganze so ein bisschen begutachten und da steht auch wieder das gleiche Datum. Dann kommen diese Perks bald ins Spiel rein. Mythic Grabbag, wir bekommen eine mythische zufällige Waffe. Revamped, wir bekommen instant eine Shotgun. Trick or Treat, wenn wir jemanden töten, bekommen wir Süßigkeiten. Und Witchy Warrior, da wird die Cooldown von unserem Besen reduziert. Dann gibt es zwei neue Shotguns, Leute. Einmal die High-Stakes-Shotgun und einmal die Wood-Stakes-Shotgun. Sieht richtig, richtig nice aus, muss ich sagen. Ich zeige euch auch mal exklusives Gameplay hier dazu. Und hier seht ihr die verschiedenen Shotguns, Leute. In den verschiedenen Raritäten, episch, selten, legendär und sogar noch mythisch am Start. Also die hört sich echt ganz nice an und erinnert mich so ein bisschen an die Heavy Shotgun. Und wir haben jetzt, wie im letzten Video gesagt, das neue kinetische Schwert. Und es ist mythisch, es hat eine besondere Fähigkeit. Es leuchtet ja nicht lila, sondern orange. Und die Fähigkeit von diesem Schwert ist, jedes Mal, wenn ihr jemanden hittet, dann bekommt ihr nach jedem Treffer einfach Leben zurück. Richtig geil, meiner Meinung nach. Der Mond wurde zu den Fortnite Mares auch geändert. Und zwar in einem riesen Rotmond. Sieht richtig, richtig nice aus. Dann haben wir ein neues Starter-Paket für Kapitel 4 Season 5. Und zwar ist das der Love Ranger in Feuergestalt. Und das ist übrigens der neue Lobby-Hintergrund, der jetzt im Spiel drin ist, Leute. Wir sind im Tresorraum von Cardo. Die Lichtverhältnisse wurden auch aktualisiert auf der Map, wie zum Beispiel bei Eclipse Estate. Das Ganze sieht jetzt einfach so lila aus, perfekt zu den Fortnite Mares halt angepasst, ne? Dann gibt es generell noch Änderungen bei Eclipse Estate. Beide Tresoren sind nun anscheinend offen, ohne eine Karte zum Öffnen zu benötigen. Und der Zeitmaschinenraum ist nun auch endlich da. Wie es aussieht, sind die Vitrinen mit den Mythics einfach aber verschwunden, Freunde. Hier seht ihr nochmal das Ganze, wie das jetzt aussieht. Die haben schon viel verändert bei Eclipse Estate, muss man schon sagen. Das Krasse ist, die Zeitmaschine oder eine Nachbildung davon befindet sich nun in Frenzy Fields und brachte nach einer Reise zu Kapitel 1 Season 5 viele alte Gegenstände und Objekte mit sich. Deshalb natürlich das Datum auf der Zeitmaschine. Und hier seht ihr richtig viele Gegenstände von Kapitel 1 Season 5 auf der Map. Und dazu kommen wir auch gleich, Freunde, denn es gibt ja geisteskranke Informationen dazu. Und Epic hat versehentlich die Version von Hordenansturm zurückgebracht, in der man bauen kann, obwohl nun die Nullbauen-Version für Fortnite Mares aktualisiert wurde. Wieder ein kleiner Fehler hier. Und das ist der Halloween-Bus in-game. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr den jetzt betrachten. Das Komische ist, hier ist ein neuer Hacker-Bildschirm, der für kommende Schnappschussaufträge wichtig sein wird. Mehr wissen wir darüber noch nicht. Thorn Zeitmaschinenbatterien heißen übrigens Chronozellen. Diese Batterien werden aufgeladen durch Risse. Sehr interessant hier. Wir wissen jetzt also, wie Cardo hier durch die Zeit reist.
Ein Bildschirm in Megacity wurde aktualisiert, um den Himmel in Kapitel 1 zu zeigen, Freunde. Und jetzt kommen wir gleich zu einer richtig krassen Information. Denn viele Leaker machen Anspielung auf Kapitel 1 Season 5, Freunde. Und wir bekommen anscheinend diese Season bzw. Kapitel zurück. Kapitel 1 Rückkehr. Kapitel 1 soll irgendwie in die nächste Season zurückkommen und es wird nicht Lego sein, Freunde. Also freut euch auf die nächste Season, es geht zurück in die Vergangenheit. Und ganz kurze Erwähnung, wenn ihr Yakadu jetzt tötet, dann droppt er euch das neue kinetische Schwert und das Midas Trommelgewehr. Kommen wir nochmal zu Kapitel 1. Nach der Rückkehr von Kapitel 1 werden wir das Ende Event Durian für Kapitel 4 bekommen, wonach Kapitel 5 beginnt und das mit einem neuen riesigen Spielmodus direkt beim Start. Das haben wir noch als Information hier, Freunde. Auch noch bekannt geworden ist, es wird eine Art Zeitverderbnis geben, die alle Seasons wiederholen lässt. Das ist wirklich eine unglaubliche Info, Freunde. Und hier nochmal als kurze Erklärung. Da die Zeit schneller vergehen wird, wird es jede Woche in Kapitel 4 Season 5 eine neue Season geben. Und geht davon aus, dass Gameplay-Elemente und Map-Änderungen aus diesen Seasons übernommen werden. Also Woche 1, Kapitel 1 Season 1, Woche 2, Kapitel 1 Season 2 und so weiter und so fort. Also da haben sie auf jeden Fall was sehr, sehr Krasses für uns vorbereitet. Falls ihr es auch noch nicht gesehen habt, der Kürbiskopfwerfer ist auch aus dem Tresor zurück und schießt Kürbisköpfe. Der Hexenbesen ist natürlich im Spiel drinne. Mit dem könnt ihr kurz eine Zeit lang fliegen und den findet ihr auf dem Boden und in Truhen. Und jetzt kommen wir mal zu den Skins, die rausgekommen sind, Freunde. Und jetzt passt mal auf. Wir haben hier einmal Michael Myers. Wir haben ihn endlich bekommen in Fortnite mit einem Emote, Backblink und seinem Messer als Spitzhacke. Alan Wake haben wir auch im Spiel drinne mit einem Backblink, Waffentarnung und einer Spitzhacke. Und dann haben wir noch Jack Skellington. Der sieht ja mal unheimlich gruselig aus mit einem Stil als Weihnachtsmann verkleidet. Wir haben hier einmal eine Spitzhacke, ein Gleiter und einmal noch ein Backblink. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Emote von dem guten Jack Skellington. Also die Skins sind unheimlich gut, aber wir haben noch weitere Dinge, die wir haben. Und zwar zu den Fortnite-Mares werden einige neue und zurückkehrende Outfits im Item-Shop landen. Zu den Outfits gehören der gewickelte Gauner Seth, der Moorfisch-Sumpfstäbchen, das Muskelmonster-Phantom-Muskelkater und die aus den Tiefen steigende Festival Fedra. Die werden alle noch in den Shop kommen zu den Fortnite-Mares, Leute. Richtig, richtig geil, Mann. Und dann hat man noch ein Emote in den Dateien gefunden. Reist umher mit den universellen Emote Lock, Shock und Barrelswanne. Ein neues und nicht geleaktes Emote für Jack Skellington wurde im Blogpost erwähnt. Also ist es wahrscheinlich verschlüsselt, da es dafür auch ein Asset für die Wanne in den Dateien gibt. Also bekommen wir das noch als Emote oder so. Und übrigens, ihr könnt ja direkt anfangen mit den Hordenansturm-Quests, die ihr direkt absolvieren könnt, Leute. Und die Fortnite-Mares-Quests sind auch direkt verfügbar. Und alle, die das Frauentags-Emote besitzen, erhalten nun das Banner hier, wo die ja einen Fehler hatten, ne? Man kann nun für Stream-Sniping gebannt werden, Leute, ne? Das ist jetzt ein Banngrund, wenn ihr Streamer ein bisschen aufregen wollt, lasst es bitte. Und es gibt nun auch spezielle Geister im Spiel. Diese Geisterpiraten sind überall auf der Insel und zeigen mit ihrem Finger auf die nächstgelegene, vergrabene Geistertruhe. Richtig cooles Gimmick hier. Ich habe für euch mal auch alle Quests zusammengefasst, wann diese richtig rauskommen. Tricks and Treats, High Stakes Revenge, Spooky Show Off, Be the Nightmare, Sneak, Like Shadow und Carbo Thorns Last Stand. Falls ihr Mace Schnappschussaufträge finden wollt, die sind ab 15 Uhr erhältlich, Leute. Falls das Video vor 15 Uhr kommt, dann um 15 Uhr halt die Quest verfügbar. Und es gibt übrigens noch neue Varianten von Skins, einmal wie Jack Assassin, und einmal noch der Brainstorm, die haben beide jeweils einen neuen Stil erhalten, den ihr direkt bekommen werdet, wenn ihr euch einloggt und wenn ihr die Skins habt. Das war alles zu den Fortnite-Mares. Viel Spaß bei dem riesen Update und benutzt meinen Creator-Code Seville für eine V-Bucks-Karte. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.